Hi Leute, ich bin Marco aus dem Hardys Greifenberg und ihr begleitet mich heute durch mein Kraftworkout. Die Belastungszeiten sind immer 30 Sekunden, ebenfalls sind die Pausenzeiten 30 Sekunden. Versucht dran zu bleiben, versucht mitzumachen und schaut, was geht. Wir fangen an mit der ersten Übung, sind die Liegestützen. Die können wir normal ausführen. Für die leichtere Variation senken wir die Knie auf den Boden. Wir senken den Körper ganz zum Boden und strecken in der Aufwärtsbewegung die Ellenbogen ganz durch. Ebenfalls können wir mit den Geschwindigkeiten spielen. Wir können ganz langsame Negativwiederholungen machen und explosive Aufwärtsbewegungen. Zur zweiten Übung, die Kniebeugen. Schulterbreiter Stand, der Rücken bleibt gerade und wir gehen in die Hocke. Auch hier können wir wieder mit den Geschwindigkeiten spielen. Langsame Negativwiederholungen und explosive Aufwärtsbewegungen. Als nächste Übung haben wir den Plank. Die Ellenbogen unter der Schulter. Der Rücken bleibt gerade. Und wir atmen in den Bauch. Für die anspruchsvollere Variante heben wir abwechselnd Beine nach oben oder setzen sie zur Seite. Wichtig ist dabei, dass der Rücken über die ganze Zeit gerade bleibt. Im Anschluss kommen die sogenannten CrossFit-Sit-Ups. Wir nehmen die Beine zusammen, in einem bequemen Sitz und tippen abwechselnd vorne und hinten den Boden an. Wer es etwas intensiver mag, passt die Geschwindigkeit an. Kommen wir zur letzten Übung. Die findet auch wieder auf dem Boden statt. Das ist die Bridge. Stärkt das Gesäß und die Beinrückseite. Wir können die statische Variante wählen, indem wir halten. Oder wir nehmen die dynamische Variante und heben abwechselnd die Beine vom Boden. Das waren meine 5 Übungen. Wer es etwas anstrengender möchte, der wiederholt das Ganze nochmal. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.